Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute mit dem BMW F22 wieder, denn er bekommt einmal ein neues Seiteschweller, ganz neu im Portfolio und ich mache nicht lang rum, wir montieren sie gleich. So, wie gesagt, nagelneue Seiteschweller. Wir haben das Programm hier erweitert und habe jetzt die ABS-Schweller wie gewohnt im Angebot. Könnt ihr euch in verschiedene Oberfläche aussuchen. Passend für das Coupé oder auch das Cabrio ist F23. Genau. Und von der Montage her komplett easy going mit unserem doppelseitigen Klebeband hier. Auch die starke Variante. Und von der Vorarbeit auch wie gewohnt nichts Besonderes oder nichts Schweres. Ich habe den Schweller schon mal ordentlich vorgereinigt und in dem super coolen Briefumschlag hier haben wir einmal das Gutachten drin natürlich, damit das Ganze bezüglich Eintragung und ABE und allem passt. Und das brauchen wir noch nicht, unseren Surface Cleaner. Also Schweller ordentlich sauber machen vorher und dann nochmal den mitgelieferten Surface Cleaner nehmen. Ganz wichtig natürlich, nicht vergesse, immer einmal kurz eine Passprobe machen, ob natürlich auch alles tutti frutti flutscht, passt, sitzt, wackelt und Keuluft hat. Dann kommt jetzt hier der Primer noch im nächsten Zug. Hier an die Klebekante, wo das Klebeband später anliegt. Einmal entlang fahren. Und dann haben wir das beste Ergebnis mit der Klebekraft des doppelseitigen Klebebandes. Lassen wir jetzt so 3-4 Minuten ablüften. Das muss ein bisschen abtrocknen und dann geht es gleich weiter. Nachdem das Ganze jetzt abgelüftet ist, wie immer den Trick 17 mit meinem Klebeband. Einmal hier die Schutzfolie ein Stückel abziehen und uns die Schlaufe reinmachen, damit wir das Ganze ein bisschen besser abziehen können. Und dann können wir den Schweller ansetzen. Wichtig hierbei, wir haben hier einmal von Werk aus ja diese Zierkante, da wird der Schweller angelegt. Vorteilhaft natürlich, wenn ihr zu zweit seid, aber ich zeige euch hier, wie das auch alleine funktioniert. Einfach hier ein bisschen fixiere und dann das Ganze hier hinten ausrichte. Mal, dass wir hier auf Position sind. Und dann hier hinten die Kante anfixiere, schon mal was rauslöse und dann kann man schon anbabbe und andrücke. Und dann ordentlich andrücke. Und schon können wir wieder die Schutzfolie abziehen. Und dann sieht es ja wieder richtig gut aus. Jawohl. Sehr schön hier auch nochmal die drei Finne, die hier eingearbeitet sind. Du den ganzen Schweller noch einmal ein bisschen hervorhebe, als kleines Designelement.
Und wie ihr seht, easy going. Keine große Sache. Das Ganze mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite und dann haben wir schon die neue Schwelle drauf. In der Videobeschreibung haben wir natürlich auch den Link drinstehe zu den Schwellern, sowie alle anderen Anbauteile am Fahrzeug. So kommt ihr direkt bei uns in den Shop und könnt es dann für euer Fahrzeug aussuchen. Das war's jetzt schon in dem Video. Im nächsten Video geht es dann an den Diffusor dran. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.